Vor kurzem hat Rice den 6. Megatrend-ETF aufgelegt. Heute schauen wir uns diesen ETF an, prüfen, was unter der Digital Payments Economy verstanden wird und klären, ob und für wen sich dieser ETF lohnen kann. Legen wir los. Hey, mein Name ist X7 und heute schauen wir uns den ganz jungen Digital Payments Economy ETF von Rice an. Beginnen wir direkt mit dem Anlageschwerpunkt des ETFs. Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die den strukturellen Übergang von traditionellen Barzahlungen zu digitalen Brieftaschen, digitalen Zahlungen und digitalen Währungen beschleunigen. Abgebildet werden dabei folgende Bereiche: Card Payment Networks, darunter fallen dann Unternehmen wie Visa und Mastercard, die einen riesigen Burggraben haben und von Netzwerkeffekten enorm profitieren konnten. Ihre Monopolstellung wird zwar mittlerweile angegriffen und die Bewertung beider Unternehmen wird momentan etwas hinterfragt, allerdings würde erstens unser aktuelles Zahlungssystem ohne Visa und Mastercard zusammenbrechen und zweitens fördert ein Angriff auf diese etablierten Player erstens Innovation und zweitens Fortschritt, und das ist gut. Dann werden Payment Processors und Infrastructure Providers abgebildet, darunter fallen dann Unternehmen wie Shift4, Repay und Bill.com, mit denen wir als Privatpersonen nicht direkt in Berührung kommen. Fehlen dürfen natürlich nicht die Payment Services und Solution Providers wie PayPal und Venmo. Und zu guter Letzt kommt der Bereich digitale Währungen und Cryptocurrency Pioneers. Darunter fallen dann Kryptobörsen wie Coinbase und in Zukunft dann vielleicht auch Kraken, aber auch Wallet-Anbieter und Unternehmen, die sich auf Kryptozahlungen oder eine Krypto-Blockchain-Infrastruktur fokussieren. Schauen wir uns jetzt an, wie die momentan 61 Titel ausgewählt werden. Partner von Rice und Experte bei diesem Thema ist Euromonitor International, die genau darauf achten, dass nur Unternehmen aufgenommen werden, die auch mindestens mehr als 20% ihrer Umsätze mit den eben dargestellten Bereichen machen. Im ersten Schritt erstellt Euromonitor das Aktienuniversum in Übereinstimmung mit ihrer thematischen Klassifizierung und umsatzbasierten Reinheitsscores, und Unternehmen mit einem thematischen Reinheitsscore von kleiner als 2 werden ausgeschlossen. Dann werden Unternehmen mit einer zu geringen Marktkapitalisierung gefiltert oder Unternehmen, die einfach nicht liquide genug sind. Darauf folgt dann, dass Unternehmen, die in der Rice Future First Exclusion List als ESG-bedenklich eingestuft sind, auch ausgeschlossen werden. Und dieser Index wird dann nach dem thematischen Reinheitsscore für jedes Unternehmen gewichtet und halbjährlich im Juni und Dezember gibt es jeweils eine Neugewichtung. Schauen wir uns nun die Kosten, die Diversifikation und die einzelnen Sektoren an. Der ETF ist physisch, vollständig repliziert und thesaurierend. Die Kostenquote liegt bei 0,45% und das Fondsvolumen, ja, das können wir aktuell noch ignorieren, da der ETF erst wenige Wochen alt ist. Insgesamt werden, wie eben erwähnt, 61 Positionen abgebildet und die Top 10 kommt aktuell auf einen Anteil von 29,85%. Der ETF ist auch sparplanfähig bei Scalable Capital. Falls du noch kein Konto bei Scalable hast und dich dafür interessierst, könntest du meinen Link in der Beschreibung nutzen und mich damit unterstützen. Das würde mich natürlich freuen. So, kommen wir zurück zum ETF. Anders als viele ETFs sind in diesem über 30% der Unternehmen Small Caps. Das ändert sich natürlich immer, je nach Performance und dann auch nach Rebalancing. Mittlerweile sind es sogar 40%. Über die Hälfte der Unternehmen kommen, wie so häufig, aus Amerika. Die restlichen sind dann auf sehr viele andere Länder verteilt. Zu den einzelnen Sektoren, die ich eben vorgestellt habe, gibt es Folgendes zu sagen. Aktuell nehmen die Payment Services und Solution Providers sowie die Payment Processors den größten Teil ein. Das kann sich natürlich in Zukunft ändern. Und ich persönlich könnte mir vorstellen, dass der Kryptoanteil, der momentan bei etwa 7,38% liegt, in 2 Jahren bei über 20% ist. Wie siehst du das? Du kannst es gerne in die Kommentare schreiben, ob du auch denkst, dass der Kryptoanteil in einigen Jahren deutlich höher ist oder glaubst du, dass sich Krypto nicht durchsetzt? Dann schreib es gerne in die Kommentare. Schauen wir uns kurz die größten Positionen an. Ganz vorne dabei ist Etienne, Square und Mastercard. Daneben auch die beiden Krypto-Player Silvergate und Coinbase, aber auch einige unbekannte und auch kleine Unternehmen, die man in der Regel nicht oft in Portfolios vorfindet. Kommen wir nun zum spannendsten Teil. Die Performance, anders als bei den nachhaltigen ETFs, spielt nämlich bei so einem, naja, Zukunftsthemen-ETF dann doch die Performance eine große Rolle. Und das Schöne ist, obwohl der ETF sehr jung ist, können wir uns die vergangene Performance des Index anschauen. Und dieser hat, wer hätte es gedacht, natürlich den ACWI EMI outperformed.
ist aber natürlich dann auch deutlich volatiler. Und dieses Jahr tun sich die abgebildeten Unternehmen schwer. Nicht nur Visa, Mastercard und PayPal mussten leiden, sondern auch der ehemalige Corona-Profiteur Square hat letzte Woche sein 52-Wochen-Tief erreicht. Aber allgemein war die letzte Woche keine wirklich gute Woche für irgendwelche Aktien, vor allem nicht für Tech-Aktien oder Zukunftsaktien, also das muss jetzt nichts heißen. Da der MSCI ACWI IMI aber kein besonders guter Vergleichsindex ist, habe ich noch einen anderen rausgesucht. Wir schauen uns jetzt die Performance vom iShares Nasdaq 100 ETF an. 2017 hat dieser 32,1% zugelegt, 2018 minus 1,28% verloren, 2019 39,58% zugelegt und 2020 ganze 48,01% zugelegt. Es gibt auch einige ähnliche ETFs. Zum einen haben wir verschiedene Fintech-ETFs, die nah an das hier abgebildete Thema rankommen. Und daneben gibt es noch den L&G Digital Payments ETF. Beide ETFs sind aber noch sehr jung und haben auch eine etwas höhere TER. Ich verlinke die trotzdem mal in der Beschreibung, könnte man ja mal anschauen und dann mit dem Rice ETF vergleichen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Fazit. Heute mal ein relativ kurzes Video. Mit diesem Themen-ETF setzen wir auf die Zukunft des Bezahlungssystems, bilden etablierte Player wie Visa und Mastercard ab, setzen aber auch auf die potenziell zukünftigen Champions wie Square und sind auch zu einem aktuell noch kleinen Anteil an Unternehmen beteiligt, die die Kryptoökonomie aufbauen. Selbst wenn man skeptisch ist, was Kryptowährungen angeht, könnte man mit diesem ETF an der Entwicklung partizipieren. Alles in allem finde ich diesen ETF sehr interessant, aber im Gegensatz zu den anderen beiden nachhaltigen Rice ETFs, die ich auch in Videos vorgestellt habe, die Links dazu findest du in der Beschreibung, werde ich diesen ETF aus folgenden zwei Gründen nicht besparen. Erstens, ich habe mittlerweile einige ETFs, die ich diesen Monat noch in einem Video alle vorstellen werde, also sehr gespannt. Und ja, irgendwann hat man erstmal genug ETFs. Und zweitens, da ich dieses Thema sehr spannend finde und mich auch oft damit auseinandersetze, habe ich bereits einige Unternehmen aus diesem Bereich im Portfolio, als Einzelaktien also, und dann wäre dieser ETF ja keine wirkliche Ergänzung zu meinem Portfolio, sondern ich würde eher, ja, Unternehmen doppelt abbilden und hätte somit noch ein höheres Klumpenrisiko. Ich werde ihn aber weiter beobachten und bin auch gespannt, wie er sich in Zukunft entwickelt und auch welchen Anteil die Kryptounternehmen in 2 Jahren einnehmen. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Schau dir gerne meine anderen Rice ETF-Analysen an und auch meine letzten Aktienanalysen. Nächstes Jahr starte ich dann mein offizielles Community-Portfolio. Also sei gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.